So, einen wunderschönen guten Morgen aus dem Bobbejaanland. Einen wunderschönen. Falls wir heute ab und zu mal einflechten sollten, dass hier das völlig suspekte Bobbejaanland ist, dann hat das Gründe und die Thorsten Sträter-Fans unter uns werden diese Gründe kennen. Was gibt's im Vorfeld zu sagen? Zu den Parkgebühren können wir nichts sagen, weil wir unser Auto clevererweise am Hotel haben stehen lassen. Parkgebühren betragen 9 Euro. Also relativ teuer. Ich bin informiert, da steht ein Schild. Und ansonsten ist es so, ihr müsst euch im Vorfeld einen Tag aussuchen, an dem ihr buchen wollt. Wenn ihr die Moviepark-Jahreskarte habt, müsst ihr im Vorfeld reservieren, hinterlegt 10 Euro, bekommt die aber bei der Abholung an der Kasse wieder. Also mit anderen Worten, es wird hier dafür gesorgt, dass ihr nicht zu viel reserviert, was ich eigentlich ganz smart finde. Im ganzen Park herrscht Maskenpflicht. Das kann man unschwer kann man das erkennen, ja. Zumindest bisher halten wir einfach mal fest. Klappt ganz gut. Ja. Und übrigens auch interessant festzuhalten, dass die Mitarbeiter offensichtlich uns an der Nase anerkennen können, dass wir Deutsche sind, weil wir hier konsequent auf Deutsch bedient werden. Nein, das steht auf deinem Ticket drauf. Ich habe vielen Dank für deine Bestellung drauf. Dem Infomitarbeiter mit der GoPro habe ich aber mein Ticket gar nicht gezeigt. Du siehst halt unfassbar deutsch aus. Ne? Das stimmt, das sieht man der Maske sofort an. Beim nächsten Mal kommen wir hier mit Flagge rein. Wir haben uns überlegt, dass wir aus Füllgradgründen, ihr habt das ja gerade im Kameraschwenk kurz gesehen, wenn wir als allererstes die Attraktionen machen, die ein bisschen weniger Kapazität haben. Und davon haben wir hier leider alle. Also ja, wir werden zur wilden Maus durchrennen, weil dann haben wir die schon mal hinter uns abgearbeitet mit viel Vergnügen und Spaß. So ist es. Und wie das jetzt konkret hier sich verhält, das berichten wir später. Bis dahin. Das kann niemand sehen, wenn ich jetzt doof in die Kamera grinse. Das nervt mich. Das klappt immer. Nicht mehr als 5 Personen in jeder Warterei. Das finde ich völlig in Ordnung. Maurer hat nicht gepasst. Schön ist, dass man noch das Fundament von der alten Anlage sieht. Da gehört sich ja sonst nichts. Stimmt. Da hatte ich jetzt eine Bremse erwartet. Ja, ich auch. Aber macht nichts. Bremse sowieso überbewertet. Ah, jetzt steht da was zum Bremsen. Ja, dann kommt er. Die Bremsenanlage sieht übrigens sehr geil aus. Wow!
ganz eigenartiges Pacing. Wir haben, planungstechnisch gesehen wollten wir ja wieder aus der Art schlagen eigentlich. Wir wären gerne in Agar Bay gefahren, die Anlage hatte aber noch zu. Ja, generell war es ein bisschen schwierig, ab 10 Uhr Anlagen zu finden im hinteren Parkteil, die geöffnet haben. Agar Bay war zu, Speedy Bob war erst auch noch zu. Wir haben erst die Wasserspiele besucht daher. Also wir waren auf Klo. Wir hatten ein bisschen Privataquanur. Das Rafting hatte auch noch zu. Deswegen waren wir erstmal eben kurz Wischi-Wischi machen. Und danach sind wir dann doch Speedy Bob gefahren. Eine Anlage von Mack. Ehemalige Dueling-Anlage, hätte ich beinahe gesagt. Also ein Spiegelbett stand da direkt daneben, das steht jetzt in Spanien. Das Fundament sieht man immer noch. Ich finde es irgendwie so auch ein bisschen logischer, weil ehrlich gesagt, wenn die nicht miteinander racen, finde ich so eine Dueling-Anlage irgendwie schwachsinnig. Ja, eigentlich schon. Aber also die Anlage an und für sich, es ist jetzt sicherlich nicht die hübscheste. Aber es gibt auch schlechtere wilde Mäuse. Generell mag ich die von Mack ja immer lieber als die von Maurer, weil die von Mack so ein bisschen mehr Beinfreiheit bieten. Gepäck müsst ihr mitnehmen, deswegen sage ich's. Und das passt auch. Ja, an und für sich, ja, schönes Teil. Wir hatten das Gefühl, dass eine Blockbremse sogar am Ende fehlte. Ihr werdet es dem Onride sehr gut entnehmen können, wo ich die vermisst habe. Ja. Was heißt vermisst? Es war lustig. Ja, also, nee, also vermisst haben wir sie eigentlich nicht. Dann kommen wir zu dem Gerät, was sich gerade hinter uns befindet und was ich, wie ich finde, eine sehr positive Überraschung gewesen ist. Ja. In mehrerlei Hinsicht. Dreamcatcher, ein Vekoma Swinging Turns, ist kein Suspended Family Coaster jedenfalls. Auf jeden Fall mit zwei Zügen, wir hatten mit einem gerechnet. Ja. Die zwei Züge sind auch drauf. Und was soll ich sagen? Also der schummelt ein bisschen, das ist aber nicht so schlimm. Und geht in den Kurven, legt er sich gut quer. Das ist schon. Ja, das nett. Ist eigentlich auch der Hauptunterschied zu einem Family SLC, dass er dass die Wagen halt deutlich mehr ausschwingen zu den Seiten. Das macht die Anlage auch so lustig. Der macht nichts weiter als Helix links, Helix rechts. Aber das macht mega Spaß. Ist auch für die Kleineren was? Richtig Schmuck ist er jetzt nicht. Sie liegt an einem See. Das war es aber auch schon mit der Thematisierung. Aber sollte man, wenn man hier ist, auf jeden Fall mitnehmen, weil dürfte in Europa die einzige sein, die wir haben. Meines Wissens nach auch. Ja, schönes Teil. Hat uns gut gefallen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zur nächsten Achterbahn und wir wissen selber noch nicht so genau, welche das ist. Wir müssen mal eine finden, die offen hat. Fury hat auf jeden Fall offen. Aber eigentlich wollten wir uns den Achterbahnhöhepunkt bis zum Schluss aufgeben. Deswegen. Ich würde mal gucken, wir versuchen mal Agar Bay. Das ist so die nächste Kapazitätskatastrophe, die sollten wir vielleicht rechtzeitig machen. Ja. Then let's do it. Na gut, dann machen wir erstmal. Verfahren wir nach Plan. Oh, das ging kaum. Nochmal gut gegangen. Ich weiß es nur. Wow! Nein! Und tot. How to kill a rollercoaster? Und tot. Ah, geht sogar. Revolution, das haben sie sich in Frankreich auch gedacht.
Wir haben gemacht, wie versprochen, waren wir auf Naga Bay. Im Eingangsbereich lässt sich festhalten, da hat irgendeiner den Wetterbericht heute nicht verfolgt. Es ist nämlich eher, ich sag mal, nasskalt. Und trotzdem gab es eine Beregnung. Ja, es gab sehr viel Nebel. Wie ihr vielleicht aber wir gesehen. Mögen Nebel. Nebel ist toll. Und dann kommen wir zur Bahn selber. Wir haben ja einen Custom Layout Spinning Coaster von Maurer. Meine Frau findet das gut, schreibt sie gerade. Schreibt sie gerade. Auf jeden Fall ein Custom von Maurer. Und wie soll ich sagen, alles zwischen den Blockbremsen ist super. Na, doch die Station schon. Ist hässlich. Ja, das ist ja eine Blockbremse, wenn du so willst. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, schöne Sache, aber das ist einer der wenigen Bahnen, wo ich sagen würde, da könnte sich es lohnen, den First Ride of the Day zu haben, weil dann packen die Blockbremsen vielleicht nicht. Schön wäre das. Weil das ist echt how to ruin a rollercoaster. Das ist alles, was zwischen die Woche macht so viel Spaß und dann merkst du, okay, es geht geradeaus, jetzt müssen wir wieder gebremst. Ja, ist nicht so geil. Okay, kurz danach waren wir auf. Ich muss mich hinstellen tatsächlich. Kurz danach waren wir auf Revolution. Revolution ist ein Vekoma-Produkt. Und besteht im Grunde aus einer einzigen Längskurve und einem Zug, dessen Ende, wenn man ihn langziehen würde, vermutlich in England liegen würde. 30 Wagen sind das, glaube ich, ne? Also der ist echt, der geht um zwei Ecken in der Station. Die können fast mit, das sind zwei Operator, die können mit dem Funkgerät gefühlt parlieren. Ist er da nicht MK900? Das mag bei der Schiene so sein, ja. Also standardisiert sicherlich nicht, aber das müssten wir nochmal urinieren. Für ein Custom Layout ist es aber sehr einseitig. Auf der anderen Seite ist die Bahn aber cool. Ja, also. Wir wissen jetzt nicht, durch Corona ist es halt kein VR und durch Corona ist auch der Eingangsbereich verlegt worden. Das heißt, ihr geht durch den Eingang von The Forbidden Caves und da würdet ihr praktisch, wenn ihr denn warten müsstet, Open Air warten. Uns werden dann immer nur jeweils eine Zugladung ins Gebäude gelassen. Klappt übrigens ganz gut. Also ja, was jetzt aber auch daran liegt, dass noch nicht so viel, aber wir mussten praktisch nicht warten. Ja. Achso, kleiner Special, Heinz, wenn du die Bahn verlässt, dann müsst ihr quasi durch einen Bereich, der an diesem Indoor-Splash-Battle vorbeiführt. Und wenn ihr das Pech habt, wie die Damen und Herren vor uns, dass da gerade ein beladenes Boot vorbeikommt, die nehmen euch aufs Korn, da könnt ihr mal fest von ausgehen. Ja. Das war tatsächlich ganz, ganz lustig. Zur Attraktion selber. Genau, VR gab's nicht, brauch's aber auch nicht, weil was diese Bahn so... Wir waren uns so unschlüssig, wie wir sie jetzt tatsächlich finden, weil es ist, ja, wie gesagt, eigentlich nur eine, ich glaube, 800 Meter lange Linkskurve. Was sie aber sehr cool macht, ist, dass sie einem durch die Musik, die läuft und durch Lichteffekte suggeriert, dass sie deutlich schneller ist, als sie eigentlich ist. Sie baut richtig schön so einen Stimmungsbogen auf und das passt ganz hervorragend. Ein paar ausgefallenere Lichteffekte als die da sind, hätte ich mir schon gewünscht. Oder vielmehr als eine große Projektion an der Decke und so ein paar Lichterschlangen gibt es da nicht. Aber alles in allem eine sehr spaßige Angelegenheit. Sollte man mal machen, wenn man hier ist. Vor allem, weil es mir fällt jetzt gerade nichts Vergleichbares ein. Ist schon was sehr Originelles, ja. Genau. Und ist immer noch besser als Crazy Bats. Ja, das muss man leider so sagen. Crazy Bats mit VR. Ohne VR ist was ganz anderes. Jetzt gehen wir langsam mal an die großen Geräte ran. Die Meinungen darüber gehen auseinander. Aber ja, langfristig gesehen ist jetzt Fury angedacht. Wir müssen noch, wir dürfen noch Sledgehammer fahren. Und Typhoon und den Powered Coaster. Ja, theoretisch auch noch den Junior Coaster Okidoki. Der steht aber seitdem wir hier sind auf dem Lift. Ja. Es wäre schön, wenn du ins Mikro sprechest. Wer sagt denn das? Ich wollte gerade gar nichts sagen. Könnte ein Lost Count heute werden. Schauen wir mal, wir behalten das im Auge. Genau. Ansonsten, was ist unser Ersteindruck? Eigentlich erinnert mich das hier alles sehr an den Park Valliger Tor, weil ist alles so ein bisschen schäbig, die Leute sind total gut drauf und es ist landschaftlich total schön angelegt. Also man fühlt sich hier durchaus wohl. Der Park wird sich sicherlich in vielerlei Hinsicht noch die B-Note verhageln, aber ja, wir warten mal ab. Genau, jetzt erstmal Typhoon, würde ich sagen. Okay. Hm?
Hoi! ja, jetzt müssen wir links rum jetzt eigentlich. Schön! Das wird super! Oi! Ach du Scheiße! Leck dich am Arsch, ey. Soeben hatten wir die Ehre, auf dieses schöne orangene Gerät dahinter uns zu gehen. Das ist Fury. Fury 102, könnte man sagen. Gerstlau Infinity Coaster launched und im Bedarfsfall auch rückwärts. Wir hatten den Bedarfsfall. Wir haben den Bedarfsfall, ja. Was soll ich sagen? Geil. Ja, mega cooles Teil. Waren ja so ein bisschen hyped tatsächlich, weil schon wenn du in der Warteschlange schießt, siehst du, dass das Ding ordentlich Knallgas gibt. Und wenn du drin sitzt, bestätigt sich dieser Eindruck. Mega geil. Wie so eine extremere Version von Gold Rush. Der, finde ich, gibt schon ordentlich Gas. Aber das hier ist nochmal eine ganz andere Klasse. Und dennoch rückwärts, als jemand, der das Layout auch nicht definitiv noch nicht drauf hatte, war das ein echtes Erlebnis. Schade ist, normalerweise kann man hier On-Ride-Videos erstehen, heute aufgrund von Corona nicht, weil sich der Shop so direkt am Durchgang befindet, geht wohl nicht. Ja, und wir immer noch ein bisschen durch den Wind. Aber im Prinzip, was auch interessant ist, normalerweise kann man ja wählen. Jetzt im Moment gerade macht der Park das so, dass er die Warteschlange aufteilt. Links rum in der Station bedeutet, ihr fahrt vorwärts. Rechts rum bedeutet, ihr fahrt rückwärts. Das heißt, dieses Abstimmungssystem, mit wo ihr auf die Knöpfe drückt an eurem Bügel, das ist momentan deaktiviert. Wir wissen nicht, ob es dauerhaft ist. Die Beschilderung lässt es aber vermuten. Also ich gebe euch aber den Ratschlag, wenn ihr Rückwärtsfahren gut vertragen könnt, dann solltet ihr Erstfahrt rückwärts machen. Ja. Das gibt schon einiges. Wir werden gleich sicherlich auch nochmal vorwärts fahren. Jetzt erstmal haben wir noch ein bisschen was anderes zu tun. Nämlich zum Beispiel, wir haben noch drei Achterbahnen, die wir noch fahren dürfen. Wir haben noch Sledgehammer, wir haben noch jede Menge Wasserattraktionen. Also wir haben heute gut was auf dem Plan. Und das ist mal gerade so mittags ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Ja. Kleiner Kritikpunkt, hübsch ist die Bahn, zumindest gestaltungstechnisch nicht. Das, was hier im Eingangsbereich so ein bisschen angedeutet wird, dieses Fantasy-Theming, das wird leider... Ich wollte mal kurz der hier. Da sind zwar andeutungsweise schöne Elemente bei, diese Runensteine, die hier als Eingangstore stehen, das sieht soweit alles ganz schick aus. Aber das Ganze hört in der Achterbahn ja relativ schnell wieder aus. Also spätestens unter der Decke ist Schluss mit Thematisierung. Und Das ist ja so ein altes Benelux-Prinzip, ne? Ja, das ist bedauerlich, aber das ist, glaube ich, generell hier im Park nicht unbedingt das Hauptaugenmerk. Wobei man ehrlich aber sagen muss, dass man während der ersten Fahrt auch andere Sorgen hat. Also, ja, aber gut, während du wartest. Ja, während du wartest schon. Achso, apropos warten, das bleibt festzuhalten, die Wartezeiten werden hier zu keiner Stelle angezeigt. Nein. Wie man generell sagen muss, dass es im Park relativ wenig Wegweiser gibt. Also wir sind am Anfang relativ oft in irgendwelche Sackgassen gelaufen und... Ihr kriegt von mir den Tipp. Wenn ihr vor Taifun steht, dann ist da rechts so ein Gang, der durchführt. Und als, geübter Freizeitparkgänger würde man vermuten, da würde es zur Station gehen. Das ist aber nicht so, sondern ihr müsst links gehen, vor der Anlage entlang, damit ihr dann hier im Infield, im Land of Legends zu Typhoon gehen könnt. Da fängt der Wartebereich an. Ja. Viel komplizierter geht das auch nicht. Apropos kompliziert, wollen wir einen Hus Giant Frisbee fahren? Ja, komm, mal. Das machen wir. Ich wollte dich nicht in Hektik versetzen. Was soll aber?
Beruhigend, hier wird mir der Trittleiter evakuiert. Finde ich schön. Provoziert schon mal mehr auf die Dinger von uns. Jo. Wasser. Ich würde gerne GoPro benutzen, müssen wir dafür was beachten. Alle Parks haben sich zurückgemeldet. Das habe ich verstanden. Ja, das ist mir auch irgendwie. Einer steigt dann das Kühl im Kopf. Oh, Mama, Mama. Oh, fuck. Auch das habe ich verstanden. Jo. Das ist ein Verfahren. Oh, oh, ja, ein bisschen prima geworden. Oh, das ist nicht hier. Oh, Schlag am Fall der Ride. Wow. Oh nee, tu das nicht, ey. Oh. Oh, das Fass ist recht präzise zusammen. Aber es ist interessant, obwohl ich erwartet habe, dass er schlägt. Ja, wir haben derer zweierlei Attraktionen gemacht. Zum einen. Ja, da kommen wir gleich zu. Beruhigen Sie sich. Also wir waren einmal auf Sledgehammer, dem Huss Giant Frisbee. Sag du dazu, was du was begeistert hast, ich glaube ich. Also ich stehe ja tierisch auf diese Intermin Gyro Swing Dinger. Die Loke wie Tigerin. Die unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass sie ein freieres Bügelsystem haben. Im Endeffekt ja nur Ledbars, die von oben kommen. Vergleichbar mit den Dingern von Taron zum Beispiel. Und dass sie etwas weniger intensiv sind, so zumindest mein Eindruck. Er hier hatte das intensivere, wenn auch kürzere Fahrprogramm, hatte dafür aber, zumindest bin ich der Meinung, die Bügel von Talokan. Also du kannst den Kopf nicht nach links oder rechts drehen, was einen ganz eigenen Thrill-Faktor mit sich bringt, weil ich mache das immer ganz gerne, wenn der Frisbee ausschwingt und ich würde nach oben gucken, den Himmel gucke ich trotzdem immer zur Seite auf den Boden, weil das magenschonender ist. Das geht hier nicht. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, braucht Ewigkeiten mit der Abfertigung. Sieht so mittel aus, passt in die Ecke ganz gut, aber ja, kann man fahren, wenn man hier ist. Sollte man machen, selbst da fällt allerdings schon auf. Heute sind die Besucher ein bisschen das Problem, finde ich. Die wissen größtenteils nämlich nicht, wohin mit sich. Wir hatten bei Fury vorhin schon das. Da war es dann eher niedlich, dass in der Warteschlange halt, also du hast genau du kannst genau nebeneinander mit zwei Personen da durchgehen. Wenn mittendrin einer mal gucken möchte, was das eigentlich ist, ist das natürlich doof, weil dann hast du entweder Gegenverkehr
oder Leute, die dir die im Weg rumstehen. Du machst Striptease in deinem Vlog, ist okay, oder? Ja, ab 16 damit drin. Wo will er hin? Und dann war auch bei Sledgehammer hast du das Problem, dass die Zustieg und Ausstieg ist dieselbe Richtung, mehr oder weniger. Ja, wir dachten erst, das Ding hätte einen Breakdown, weil uns kam da, wo der stand Sledgehammer dran und wir da rein und uns kamen irgendwie wirklich 20, 30 Leute entgegen. Ja. Und wenn du rausgehst, ist es halt auch so. Zum einen ist die Gepäckablage für ein Geschäft dieser Größe eher ein bisschen niedlich. Ja. Dann mussten natürlich auch alle, nachdem sie das Gepäck rausgenommen haben, erstmal umgehend ihre Storys erzählen. Und, okay. Das rätscht dir jetzt von der Seite rein. Das Review zu Typhoon verschieben wir nämlich, weil ich befürchte, oh, ja, uns stimmt. Wird gleich das Wetter reingrätschen. Deswegen machen wir jetzt noch die zwei Counts, die uns noch fehlen, namentlich der Bob Express und Okidoki, und danach melden wir uns hier. Wir gehen. Ja, ist unangenehm. Oh. Ich habe vergessen, mir eine Regenjacke zu kaufen. Jetzt ist es auch egal. Keine sonstigen Zweifel. Yep. Wow. Das ist schade, aber... Wow. Na, warte. Wow. Ja, du mich auch. Der hat gewunken, die Arschgeige. Oh. Wenn der gleich nie wieder winkt, dann springe ich aus dem fahrenden Zug raus, ey. Wir sehen aus, als hätten wir hier die Kanalisation gereinigt, aber de facto. Das stimmt allerdings. Wie ihr dem Onride von Bob Express wahrscheinlich gerade entnehmen konntet, haben wir das mit dem Regen verpassen nicht so ganz hinbekommen. Nein, das stimmt. Es hat angefangen zu schütten wie aus Eimern, deswegen sieht dieses Onride vermutlich jetzt so ein bisschen aus wie von der Wasserbahn. Und dieses leichte Mimimi, was man da im Hintergrund hört, ist natürlich nur gespielt. Also normalerweise sind wir nicht so. Wir sind da recht hart im Nehmen, ja. Wo waren wir hingeblieben? Du hast mich bei Typhoon vorhin abgegrätscht. Ja. Dann machen wir das doch zunächst mal fertig. Bei Typhoon handelt es sich um einen Standard Gerstlauer Eurofighter. Mit einer, drück's mal freundlich aus, pragmatisch gestalteten Station. Ja. Also tatsächlich hat man unter das Wellblech nochmal ein bisschen Wellblechdeko gefummelt, was die Station nicht signifikant schöner macht. Es geht extrem langsam voran. Ihr habt eine wunderschöne Viehgatteroptik in der Warteschlange.
Also es geht langsam voran. Das muss man deswegen hervorheben, weil dort wurde heute mit 4 Zügen geoperated, also diese typischen Achter-Chasen, wie man sie vom Flug von Novgorod zum Beispiel kennt. Und trotzdem ging es nicht so richtig vorwärts, weil sie halt im Regelfall zu lange dafür gebraucht haben, bis die einen Leute die Station verlassen haben, die neuen eingestiegen sind, Gepäck beiseite sortiert haben und so weiter und so fort. Das Problem war auch, dass der Operator, der fürs Einsortieren der Leute verantwortlich war, der gleiche war, der auf der entsprechenden Zugseite die Bügel zu schließen hatte. Das war alles. Und er hatte eine ziemliche Strecke zu rennen. Das war alles nicht so hundertprozentig durchdacht. War auch gar nicht mal so gut die Fahrt. Also irgendwie ist das, merkt man, das muss so ein Gerslauer Frühwerk gewesen sein. Also wir halten einfach mal fest. Es hat nichts damit zu tun, dass zum Großteil diese Bahn auf einer Zweigurtschiene fährt, weil sie schlägt und rappelt ganz erratisch, hat dafür aber auch Stellen, wo sie sich fährt wie eine Intermin. Aber wie eine schlechte Intermin? Nein. Naja, wie auch immer. Es, ja, also alles in allem, man kann sie fahren, das ist kein Totalausfall sicherlich. Sehr unangenehm ist der Lift tatsächlich, weil er sehr langsam ist und es steigt dann so ein bisschen das Blut in die Binse. Der Looping ist sehr intensiv. Ja, also ja. Wenn ihr fahrt den First Drop, ihr fahrt den Looping, dann geht es bergan nach rechts und dann kommt eine Blockbremse. Und zu diesem Zeitpunkt war gefühlt doppelt so viel Blut bei unserem Hirn wie normalerweise üblich. Also da hätten wir mal richtig intelligente Sachen sagen können, da hat uns bloß keiner gefragt. Nee, richtig intelligente Sachen oder aber einen Schlaganfall kriegen. Irgendwas dazwischen. Es war, ja, alles in allem, ja, keine schlechte Anlage, keine hübsche Anlage. Kann man machen, aber dafür würde ich mich keine halbe Stunde nochmal wieder anstellen. Auch was auch damit zu tun hat, dass die Menschen in der Warteschlange schwierig sind. Ja, da waren also, zwei Gören, die werden noch nicht mal volljährig gewesen sein. Ne? Vor ihnen kleine Kinder, hinter ihnen kleine Kinder. Und da wird geraucht. Und da wird geraucht. So asoziales Dreckspack. Also ich war ja nur, ich bekenne mich ja, ich habe ja auch mal geraucht, sehr lange und auch durchaus intensiv. Trotzdem muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich es eigentlich die eine Stunde, die ich im blödesten Fall auf eine Achterbahnfahrt warte, immer ganz gut ausgehalten. Und du hast dich, wenn du geraucht hast, auch immer abseits hingestellt. Also das in der Warteschlange für sich genommen zu rauchen, ist schon asozial, aber in der Situation, wenn wirklich das Mädel, was dahinter stand, war vielleicht 8 Jahre alt, dass die Eltern da nichts gesagt haben. Ich als Vater wäre so derartig steil gegangen. Vielleicht kein Muttersprachler. Ich hätte so ein bisschen auch auf meiner Landessprache bepöbeln können. Das wäre mir total egal gewesen. Also sowas geht gar nicht. Dann kommt noch erschwerend. Also prinzipiell, das muss ich auch sagen, Maskenpflicht haut okay hin, finde ich. Das habe ich schon schlimmer gesehen. Also gemessen daran, dass in Deutschland ja schon die meisten daran scheitern, nur in Warteschlangen ihre Maske zu tragen, klappt es hier, dadurch, dass du eben im gesamten Park eine Maske tragen musst, ganz gut. Du musst hier allerdings auch keine FFP2 bzw. Gesundheitsmaske, also OP-Maske tragen, sondern du kannst auch ganz normale Stoffmasken tragen. Allerdings auch hier, es gibt eben diverserlei Gruppen, wo halt gar keine Maske getragen wird. Es gibt aber auch niemanden, der darauf hinweisen würde und die Leute entsprechend darauf hinweisen. Vorhin am Stationseingang, der junge Mann hat tatsächlich Leute darauf hingewiesen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Also tatsächlich das möchte ich auch mal kurz sagen, das Personal hier ist zum Großteil sehr freundlich. Und zuvorkommend, hilfsbereit, das muss ich auch sagen, gefällt mir sehr gut. Dann, das wird ein ewig langer Tag. Das, macht überhaupt nichts, weil wir haben ja Zeit. Dann waren wir auf Bob Express, das ist ein Gerstlauer, nee, gar nicht wahr, ein Gerstlauer Mack-Powered Coaster. Das ist ein Mack-Produkt. Gerstlauer Mack-Powered Coaster kann man auch mal so stehen lassen. Ein Mack-Powered Coaster, ganz genau. Was soll ich groß erzählen? Ich finde es ein bisschen schade, dass wir den halt jetzt im Platzregen kennengelernt haben, weil ja. Ich habe das Gefühl, an und für sich ist das eine sehr schöne Anlage. Kreuzt sich mit dem Lokflumen so ein bisschen, ist ein sehr schönes Layout, fährt 2 Runden, rattert ein bisschen. Aber an und für sich, tolle Anlage, gefällt mir sehr, sehr gut. Trocken wäre sie schöner. Zum Thema Trocken, wir haben den Baubejahrland, weil in schwierigen Zeiten müssen wir zusammenstehen, wir haben in Regenjacken investiert, wie ihr hier sehen könnt. Ja. Zu einem sehr schlanken Tarif, wie ich finde. Wir haben 23,95 bezahlt, 23,95 mal 2 sind, Sönke. 47,90.
Banker, es tut kleiner, mir leid. Kleiner Insider, über den niemand lachen können wird, aber es reicht hier, wenn ich das lustig finde. So, jetzt haben wir es. Nicht sonderlich intelligent ist, dass wir das am ersten Tag unserer Tour gemacht haben und wir morgen und übermorgen noch in zwei anderen belgischen Parks und da jetzt fürs Bobbejaanland ein bisschen Werbung machen können. Watchells. Ja, musste sein. Es gibt nämlich zwei Drümmels, die ihre Regenjacken zu Hause vergessen haben. Wir sind einfach Optimisten. Was jetzt noch fehlt, wäre Okidoki, wobei ich bei Okidoki seriös Zweifel habe, dass die fährt bei dem Wetter. Also ich sehe gerade, der Bob Express fährt inzwischen wieder. Es ist auch ein bisschen weniger Regen jetzt. Das könnte natürlich auf den Füllgrad des Parks positive Auswirkungen haben. Es fehlen noch die ganzen Wasserattraktionen, was ja ganz passend ist. Und also ein bisschen was haben wir noch zu tun. Da freuen wir uns eigentlich auch drauf. Was haben wir noch gemacht? Wir waren noch bei El Paso Special. Stimmt. Stimmt. Ein Shooting Dark Ride aus Deutschland. Das heißt, und aus 1988, was mich dazu geführt hat zu sagen, könnte Mack gewesen sein. Ja. Ich würde dem nicht widersprechen wollen, zumal die Chesen mich sehr an diese eine russische Themenfahrt im Europapark erinnert, bloß eben stimmt. Halt mit Knarren damit bei. Also was hätte denn diese Themenfahrt im Europapark wäre auch lustig, wie da könnte Bären schießen oder sowas. Nee, also generell ein bisschen oldschool tatsächlich. Du hast Ziele, auf die du mit deiner Knifte schießen kannst und dann löst du Effekte aus. Das klappt im Großen und Ganzen auch sehr gut. Ist sehr, sehr aufwendig tatsächlich. Sieht von außen gar nicht so aufwendig aus. Es gibt viele Animatronics, sehr, sehr viele Szenerien. Es ist wirklich so ein kleiner Geheimtipp, wenn ihr daran, weil es sehr unscheinbar so am Wegesrand steht. Schaut euch das ruhig mal an. Hat sich gelohnt. Es lohnt sich. Wir sind ja normalerweise nicht die Shooting Dark World Typen, aber in diesem speziellen Fall. Ja, das Schöne ist halt einfach der Wettkampffaktor, den können wir mal so ein bisschen beiseite lassen. Ich sag's ja auch. Und also den Wettkampffaktor kann man beiseite lassen, weil selbst wenn man nicht so viel trifft, was ja so mein Spezialgebiet ist, dann löst du halt trotzdem Effekte aus, was ja sehr schön ist. So, anything else? Ansonsten würde ich jetzt diesen ewig langen Take beenden und wir machen mal wieder so ein bisschen was Produktives. Zum Beispiel? Achterbahn fahren. Okay. Bin ich dabei. Wir haben kurz eine Bootsrundfahrt gemacht von Mack. Ein Fundstück am Wegesrand sozusagen, mit herrlicher Walzer Musik. Und mit dem kreativen Namen Bootsfahrt? Ja, da waren richtige Spezialisten im Werk. Schöne Anlage durch eine Gartenanlage. Die Gartenanlage geht so gepflegt. Aber immerhin gibt es sowas hier noch. Tobi hat durchaus berechtigterweise angemerkt, dass die Position dieser Anlage vielleicht nicht ganz so optimal gewählt ist, denn hier sind alles Thrill-Rides drumherum. Du hast den Bob Express und den Lockflug auf der einen Seite und Typhoon und Fury auf der anderen. Die Lautstärke ist so ein bisschen... Also wenn der Gedanke dahinter war, dass die Leute hier ein bisschen abschalten können, das hat nicht funktioniert. Aber trotzdem an und für sich eine schöne Geschichte. Ich hoffe, sowas bleibt erhalten. Weil an und für sich, wenn es ein bisschen gepflegter wäre, ist es sehr, sehr schön angelegt vom Garten her. Ja, ich denke mal, wir schauen weiter, gell? Wir gehen weiter im Text. Wir haben uns wieder ein bisschen freier gemacht, was ein Indiz dafür ist, ist tatsächlich wieder sehr viel wärmer geworden. Ja, vor allem nicht mehr so nass, das macht schon mal einen riesen Unterschied. Ich glaube, die Auswahl des Ortes war doch nicht so schlau. Wir gehen mal drei Schritte weiter nach vorne. Viel besser, glaube ich. Möglich.
Wir haben ein bisschen was nachzuholen. Und zwar waren wir auf dem Riesenrad von Schwarzkopf, was, glaube ich, passenderweise auch Riesenrad heißt. ja, nette Aussicht über den Park, 4-2 Runden, Bediener top drauf. Ich glaube, damit ist eigentlich alles gesagt, was man dazu zu sagen hätte. Sehr richtig. Dann sind wir die Monorail gefahren, die auch Monorail House heißt, passenderweise. Und auch von Schwarzkopf ist. Da scheint ein System hinter zu stehen. Tui meinte, das müsste auch Teile des ehemaligen Phantasialand-Jets sein. Habe ich mal irgendwo gelesen, ob das jetzt stimmt, sei dahingestellt, keine Ahnung. Auch die fährt eine schöne Runde teilweise über den Parkplatz. Man hat schöne Fotospots, die man wahrnehmen kann. Also generell eine definitive Empfehlung. Ja. Hübsch ist sie nicht mehr. Hübsch ist sie nicht mehr, aber ist halt auch alt. Ja, wie wir. Insofern passt das Ganze. Dann waren wir auf der Seesturmfahrt von Mack. Die nennt sich hier Aztec Express. Erinnert ein bisschen an eine Kirmesraupe, von der Thorsten Schreder sagte, das ist das Fahrgeschäft, wo ihr überprüfen könnt, ob eure eigenen dicken Kinder zu Tode quetschen können. Den Part hat Tobi dankenswerterweise übernommen. Und hat dabei einen Krampf im Oberschenkel bekommen. Damit hätten wir eigentlich alles auch gesagt. Also es ist relativ intensive Fahrt. Man fährt ein bisschen vorwärts, ein bisschen rückwärts. Und das Teil ist wirklich schön. Ja. Und eine vierköpfige Familie findet auf diesen breiten Bänken ohne Probleme Platz. Genau. Oder Tobi dann noch ein bisschen Schwung holen kann, bevor er mir in die Seite rutscht. Ja. However, jetzt werden wir dann tatsächlich wohl mal Okidoki fahren. Die operieren da heute mit 2 Zügen. Insofern, das dürfte leidlich schnell gehen. That's what he said. Famous last words. Ihr wisst schon Bescheid. Wir hören uns gleich. Übertreiben, ne? Wir dürfen voller Freude vermelden, wir haben einen Full Count. Okidoki haben wir gerade eben auch gemacht. Möchtest du auch was dazu sagen? Rikoma Junior Coaster haben gesagt, könnte die höchste Anlage sein, die wir kennen. Ich bin der Meinung, Okidoki könnte höher sein als der rasende Roland. Wir werden das im Laufe des Tages nochmal erotisieren. Und das ist aber auf jeden Fall die erste Anlage, die wir kennen, die mit 2 Zügen funktioniert. Also wahrscheinlich auch die Anlage, die sich am sanftesten fährt. Zumindest aus der Kategorie der Junior-Coaster dürftest du da durchaus recht haben. Ansonsten schönes Layout, überraschend steiler First Drop und die erste Abfahrt drückt tatsächlich auch ein bisschen. Und danach fährt er sich okay. Was nicht so okay ist, ist die Tatsache, dass man direkt hinter dem Ausgangsbereich einen Fotopoint platziert hat. Das bedeutet, man geht raus und es staut sich erstmal, weil natürlich die Leute auch gucken wollen, was ja nachvollziehbar ist, ehrlich gesagt. Ja, das ist nicht so clever. Ansonsten, was auch nicht so clever ist, wir haben nur T-Shirts an und es fängt wieder an zu regnen. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt einfach mal ein wenig Fressarienpause. Das ist eine gute Idee. In diesem Sinne, man hört sich. Top erster Anschnitt. Wir waren gerade was essen, tatsächlich. Sieht aus, als ob uns jetzt gerade im Hintergrund die Minions überfallen. Nicht so schlecht. Auf jeden Fall, ihr seht vielleicht, möglicherweise,
Das regnet wieder so ein bisschen. Aber wir waren gerade was essen. Tobi, es wurde ja verlangt, dass wir wieder mehr positive Sachen sagen, deswegen fängt Tobi an. Das war viel zu teuer. Das ist sehr positiv. Und wenn das zu teuer schon das Positive war, was kommt dann? Also, Tobi hat einen Burger gegessen. Genau. Mit Pommes. Und meine Wenigkeit hatte italienische Hackbällchen mit einer liebevoll draufgeklatschte Portion Pommes. Also Hackbällchen aus Schweinefleisch, nicht aus Italienern. Für in Summe 28,30 €. Also kein Menüpreis, sondern nur das Gericht. Dazu gab es umsonst Ketchup und Mayonnaise. Ich fand es schon verwirrend, dass zur Tomatensauce und Fleischbällchen Pommes serviert werden. Ich glaube, wenn man das in Italien probieren würde, würden die einen dafür auf der Straße erschießen. Dafür wirst du exkommuniziert, bestimmt. Ja, entitalienisiert. Du wohnst dann künftig mit Beton schon Kai 17 Tiefgeschoss, lustig, keine Ahnung. Lustig ist beim... Kann man das sehen? Ja, bestimmt. Beim italienischen Burger waren auch keine Nudeln dabei, sondern Pommes. Egal. Dafür war viel Basilikum dabei, bestimmt. Oder nee, Pesto, das war das italienische Element. Ne? Wahrscheinlich, ja. Also der Burger, den ich hatte, der war sehr, sehr gut. Frisch zubereitet, was einen Moment gedauert hat. Insofern ungünstig, als dass Sönke sein Essen sofort bekommen hat. Und Sönkes Essen zu dem Zeitpunkt, wo wir gegessen haben, bereits kalt war. Ich hätte auch einfach rausgehen können. Das war allerdings auch nicht so ganz einfach. Denn es steht überall geschrieben, Besteck bekommst du an der Kasse. Dann hat der Kollege mich abkassiert, mich weitergeschickt und ich dachte dann so, da ist so ein, linksseitig der Kasse ist so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Ding, wo normalerweise das Besteck halt steht. Das kann man aber nicht von der Kassenseite aus sehen, weil das abgeschirmt ist. Dementsprechend stand ich da, ich habe festgestellt, okay, da ist nur Zucker und Stäbchen und so weiter. Das war ja nicht so interessant. Der Kollege guckte mich dann so an, ich guckte ihn an, er guckte mich an, wir guckten uns an. Und dann nein, das wäre, nein. Also der wusste nicht so ganz, was ich haben wollte. Plötzlich? Tomatensauce vom Hand ablecken, wenn man sich vorher die Hände desinfiziert, das ist nicht cool. Das ist übrigens ganz großes Tennis, hier mal spontan zu probieren, wenn du dir gerade die Hände vorher desinfiziert hast. Also wie auch immer, dann habe ich ihn gefragt, wo sind denn die Gabeln auf Englisch? Und er meinte, oh ja, da war was. Wo war das generell? Das you are in urgent need of some forks. Dieses, I can understand. Das Servicepersonal als solches erschien mir etwas überfordert in Summe. Ja. Also da liefen drei junge Menschen rum, die allesamt jetzt soweit nett und freundlich waren, aber von denen irgendwie keiner so richtig einen Plan hat, wie man jetzt mit Gästen umzugehen hat, die was zu essen haben. Das war auch sehr, 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 sehr schön. Es waren, während wir auf unser Essen gewartet haben, sind drei andere Gäste durch den Ausgang reingekommen und haben sich einfach nur einen Eistee geholt, haben sich dann an der Kasse aufgebaut und haben diesen, ihr kennt das, diesen suchenden und fordernden Blick in Richtung des Personals aufgebaut. Das Personal hat auch zurückgeguckt und sich gefragt, was die da jetzt wohl an der Kasse mit ihrem Getränk wollen. Also es dauerte tatsächlich, es wurde zwar hinterm Tresen vehement gearbeitet, aber zur Kasse fühlte sich irgendwie keiner befleißigt hinzugehen. Sie hat nach ihm gerufen. Offensichtlich sollte der eine Typ, der mich beim Essen bedient hat, kassieren. Konnte aber nicht. Weil der gerade Tobis Burger am Rumwenden war. Dann ist eine Dame zur Kasse gegangen, die das aber offensichtlich auch nicht konnte, weil irgendein Schlüssel gefehlt hat. Dann ist sie wieder zurück, dann ist der Herr wieder hin und dann ist Tobis Burger von wem anders gewendet worden. Wow, eine verantwortungsbewusste Aufgabe. Also kurzum, es ist alles so ein bisschen confusing. Ja, also sagen wir, wie gesagt, geschmeckt hat zumindest der Burger. Deine Fleischbällchen fand ich jetzt nicht so überragend, ehrlich gesagt. Also ich fand tatsächlich, ich habe es zu Tobi gerade schon mal gesagt, 30 Euro knapp ist eigentlich, Benelux ist generell ein bisschen teurer, deswegen muss man das vielleicht ein bisschen in Verhältnis setzen. Aber generell ist knapp 30 Euro ein Tarif, wo sie einem aus dem Weltumsegler am Hansapark rausrollen. Na, da kriegst du wirklich eine ordentliche Portion, vermutlich. War halt für den, ich fand's, für den Preis war es erheblich zu teuer. Für den Preis und die Qualität war es erheblich zu teuer. Jetzt haben wir's. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, die Tomatensauce, die Sönke hatte, die Löffel ich immer noch nehmen. Die ist wirklich sehr lecker. Aber erstmal gehört da Pasta dazu. Sind wir uns einig. Auch wenn wir im Land der Fritten sind. Aber das sind ja auch keine Fritten gewesen. Ja, ist nicht so. Aber es ist ja wie auch immer. Also kurzum, ich war so geht so begeistert. Ja, kann ich auch verstehen. Wir werden mal gucken, wie es morgen in Belverde ist.
Weil da war ich, im Klopsaland wissen wir schon, dass man da die Verpflegung mit Vorsicht genießt. Wobei das war, beim letzten Mal habe ich das ja lobend erwähnt, da war es in Ordnung. Ansonsten, wie ihr sehen könnt, regnet es immer noch. Wir haben aber jetzt alle Rides ja gemacht, von daher können wir uns hier eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, unter dem Schirm sitzen und ein bisschen abwarten, was so kommt. Interessant ist, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt, deswegen mache ich das jetzt einfach mal, damit wir den Take noch ein bisschen in die Länge ziehen können. Dieser Park hat dieses Jahr sein 60-jähriges Dieser Park hat dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Glauben wir, denn überall im Park stehen so, ich habe es jetzt Fahrgeschäfts-Grabsteine genannt, so Gedenktafeln, an welcher Stelle welches Fahrgeschäft von wann bis wann stand. Das ist fast ein bisschen traurig. Weil es ist eine ganze Menge tatsächlich. Es ist tatsächlich, also das, man fühlt sich hier so ein bisschen wie im Phantasialand oder im Heidepark. Aber hier, ich finde es sehr, sehr schön, dass hier mit der Historie des Parks sehr, sehr offensiv umgegangen wird. Du hast auch in den Warteschlangen Quizfragen auf Flämisch, würde ich mal schätzen. Das ist nicht dasselbe wie Niederländisch. Jetzt werden wir aus dem Land gejagt. Auf jeden Fall, ich tippe auf Flämisch. Flämisch, Französisch und Deutsch. Genau. Ja. Und da kann man das Ganze, das ist ein QR-Code daneben, du kannst dann so ein bisschen mitraten, QR-Code daneben und da kriegst du dann die Antwort. Das ist ganz cool tatsächlich. QR-Code daneben. Ja. Also nicht nur so historische Fragen, sondern auch so Geschichten wie von wegen, wie viel Farbe wurde benötigt, um Fury Orange zu streichen oder sowas. Das ist ganz lustig gemacht. Allerdings muss man sich, wenn ich das richtig gesehen habe, wenn du diesen QR-Code abscannst, musst du dich irgendwo anmelden. Nee, die Antwort kriegst du so, bloß wenn du am Gewinnspiel, was man dann auch machen könnte, teilnehmen möchtest, dann musst du dich tatsächlich anmelden. Was kannst du da gewinnen? Keine Ahnung. Einmal Fury. Einmal Fury sich das Gesicht kärchnen lassen. Jetzt zum Beispiel. I doubt it. However. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht nicht gleich jetzt. Aber bald. Also wir würden sie gerne noch das Rafting machen und den einen Lockflume. Wobei wir den Indoor-Lockflume Indiana River werden wir nicht machen können, denn der ist geschlossen. Ja, it's a whole day. Closed for a reason. Ja, offensichtlich auch schon länger. Haben wir recherchiert. Haben wir ein kleines Rechenschieben gemacht. So, jetzt reicht's aber auch. Ja. Wir warten noch ein bisschen und melden uns dann zu gegebener Zeit wieder. Eindrücke haben. Ja, das geht nicht gut. Jetzt hat aber niemand was davon, wenn du nass wirst. Ja, deswegen werde ich einfach sicherheitshalber nicht nass. Okay. Mal gucken, wie lange du das so halten kannst. Wenn ich mich ein bisschen bewege, gehen. Ihr könnt das ja gerade nicht sehen, ja, aber Sönke sitzt da jetzt so. Ja, einfach nur, damit ich die Uhr lesen kann, ne? Ja, das könnte ich. Ich glaube, das finde ich nicht gut. Ach, da geht's runter. Das ist ja super. Ich bin mir relativ sicher, dass ich das nicht gut finde. Ich glaube, ich lasse die Kamera jetzt mal genau so. Aber eigentlich bin ich die schwerere Seite, deswegen. Also, jetzt kommt der Haffel mal Strudel, Tobi macht sich bereit. Ich glaube, das Problem ist, hinter uns kommen auch noch welche. Das ist in diesem Strudel nie eine gute Idee. Scheiße! Oh, fuck! Ah!
Ja. Und du so? Top. Leck mich am Arsch. Ja, toll, jetzt kriegen wir so einen Strike da drauf, weißt du? Der du wieder wohl gern werden. Und so schlimm war das doch jetzt gar nicht. Sind wir nur Top? Ja, gut. Weißt du, was das Schöne ist? Jetzt können wir da in Ruhe auf die Wildwasserbahn, jetzt ist eh alles egal. Ja, sind wir wieder quitt, ne? Ach, das war's schon. Famous last words. Wenn ich sie denn kommen sehe. Wir befinden uns auf dem Wildwater River, einer Anlage von Wildwater Slide. Tobi war der Meinung, das sei eine Anlage von Schwarzkopf. Ich würde das aktuell so unterstreichen. Das war nur eine Vermutung, weil die diesen Drehteller hatten. Ich glaube, das haben die Anlagen von Max nicht. Ich würde allerdings, wie gesagt, kein Geld darauf geben. Worauf ich Geld verwetten würde, ist allerdings, dass ich jetzt schon nasse Füße bekomme. Ja, das ist ziemlich sicher. Ansonsten werden die Füße nicht nass, werden sie die Bimsen nass. Also es ist tatsächlich, die Boote sind sehr, sehr nass. Es regnet jetzt auch wieder. Von daher macht es eigentlich auch so keinen so richtig großen Unterschied. Ich finde, das ist voll spannend. Wir haben jetzt das allererste Fazit, während wir noch ein Fazit machen. Mal schauen, wie das hier so wäre. Ich kann schon mal so viel sagen, hübsch ist es nicht. Jetzt ist das Licht da wieder aufgehört, oder? Das ist okay. Solange wir noch blinken, ist alles in Ordnung. Wie am typischen Sonntagnachmittag, solange man noch blinkt, ist man was da. Ob man uns jetzt hinterher hört, weiß ich allerdings nicht. Aber gut. Das wäre auch schön, wenn wir einfach mal die Kamera. Auch das kann sehr amüsant sein. Dann werden wir wahrscheinlich nur den Splash am Ende haben. Aber egal. Ich stehe knietief in der Soße drin, aber schön. Das Wasser kommt zu Tobi, das ist auch. Der Mensch steht gerade so tief, das Wasser. Gut, jetzt geht's die erste Auffahrt hoch, das geht relativ zügig. Hindurch durch eine Felsenlandschaft, die nicht nur künstlich ist, sondern auch noch scheiße aussieht. Also da war. Die kennen hier den gleichen, der im Hansapark die Betonanlagen da macht. Es sieht so aus, als käme jetzt die erste Abfahrt. Ja, das sieht so aus. Oh. Auffahrt! Soweit ganz okay. Also wie gesagt, außer dass ich jetzt halt nasse Füße habe. Gott sei Dank ist der Tag fast vorbei. Was ihr wahrscheinlich gerade hinter uns gesehen habt, da ist kein Wasserfall an der Abfahrt. Also die liegt trocken sozusagen. Das sieht auch nicht schön aus, da könnte man mal sauber machen, ehrlich gesagt. Ja, da liegen die ganzen Masken und BHs und was dann alles so liegt. Oh, das Wasser ist aber warm, was ich hier im Fußraum sammle. Liegt das an dir? Was ganz schön ist. Es kommt ein Wasserfall. Was ganz schön ist, die Strecke der Wildwasserbahn kreuzt sich öfter mit der Monorail und mit dem Bob Express. Das ist wahr. Interaktion zwischen Attraktionen finden wir ganz hervorragend. Okay, ich merke gerade, das Wasser im Kanal selber ist auch viel warm. Alles klar. Jetzt geht's die nächste Auffahrt hoch. Tobi, kriegt wieder Wasser. Es schifft immer noch wie aus Eimern. Ich hoffe ernstlich, dass man irgendwas versteht, weil das Ding wird der Hammer. Ich kriege auch einen lahmen Arm, also das Invest muss ich lohnen. Das Mörderbizeps. Es kommt die finale Schussfahrt offensichtlich. Oh, das Wasser kommt, wie schön. So. Mein Stiefel. So, mein Gesicht ist sehr sauber. Und wir sind im Ziel. In diesem Sinne, wir hören uns gleich an dieser Stelle.
Filmingception hinter uns. Also im Prinzip, man sieht uns, wie wir hier stehen. Und wenn ihr das hier guckt, sind wir eigentlich schon wieder weg. Das ist krass. Das ist eine ganz neue Metaebene. Also, wir, apropos Metaebene, ein paar Meter haben wir auch gemacht. Und zwar fangen wir doch einfach mal mit dem an, was ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt. Ja, wir haben gerade eben die Wildwasserfahrt, da brauchen wir gar nicht mehr viel zu sagen, denn wir haben sie quasi live kommentiert. Ja, wir wissen immer noch nicht, ob sie von Schwarzkopf ist, wir würden da aber immer noch Geld drauf verwenden. Und das Ding ist tatsächlich, okay, es ist vielleicht ein bisschen kalt dafür, um das zu machen, denn ihr habt auch gesehen, das macht das schon ein wenig. Der erste Drop gar nicht, der zweite Drop dafür ein bisschen mehr. Schön ist die Anlage nicht. Haben wir alles zugesagt. Ich glaube, das machen wir, fassen uns da mal kurz. Genau. Danach waren wir auf El Rio, hieß das Ding, glaube ich. Genau, waren wir davor auf El Rio, aber. Richtig. Die Rafting-Anlage von Afema. Nicht schön, aber fahrbar. Auch ein bisschen nass. Allerdings lange nicht so nass, wie man denken mag. Also ich persönlich. Wobei wir auch vielleicht Glück gehabt haben. Aber also ich sag mal, die Bediener. Innen waren eher so vom Typ kurz angebunden. Haben uns dann, wie Tobi und ich, wollten uns in diesen HFEMA-Boot in eine Kammer reinsetzen. Und dann fing auf einmal die Reitopöse an zu gestikulieren. Das haben wir nicht verstanden. Dann hat der Reitop aus seinem Häuschen eine Ansage auf Niederländisch gemacht, die wir auch nicht verstanden haben. Das Lustige ist, das scheint so ein deutsches Phänomen zu sein. Immer wenn man angesprochen wird, als erstes guckt man an sich rund, ob der Hosenstein auch. Ich habe keinen Hosenstein, deswegen habe ich das Problem vielleicht nicht. Ich gucke trotzdem an mir runter. Das ist schön. Ich sehe den Hosenstein. Das ist schön, freut mich auch privat. ansonsten lässt sich festhalten, das ist einfach, das Rafting ist vom Fahrverlauf her sehr nett, wie ich finde, aber vom Design her jetzt nicht so schön. So mittelsüdamerikanisch. Wir haben es vorhin zueinander gesagt und ich glaube, das kann man so nochmal wiedergeben, wie Piranha in hässlich und in Schlechter. Mhm. Also Piranha aus dem Efteling, nur für jetzt irgendjemand nicht auf dem Laufenden ist. Was hingegen, das können wir hier an dieser Stelle mal reinwerfen. Wir sind bei Regen nämlich Fury gefahren. Und zwar in der letzten Reihe, die ihr gesehen habt. Und was soll man groß sagen? War gar nicht mehr so trocken. Es war extrem nass. Der Ride-Up wollte mich eigentlich, weil ich die GoPro um hatte, in die erste Reihe verbannen. Du hast aber sozial, wie du bist, gesagt. Ich fahr mit Tobi. Es hatte mit dem Regen, der da aufkam, draußen überhaupt nichts zu tun. Überhaupt nicht, nein. Aber wobei ich sagen muss, durch die Maske und wenn man dann noch die Kapuze von der Regenjacke auf hat, bekommt man auch von dem Regen nicht so viel. Also es tut nicht so weh wie ohne Maske und ohne Kapuze. Ja, und man muss auch sagen, die Bahn macht tatsächlich auch vorwärts enorm viel Spaß. Ja. Es sind andere Ecken, die Spaß machen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, beides auszuprobieren. Das sind im Endeffekt zwei komplett verschiedene Fahrten. Klar, auf derselben Strecke, aber das Erlebnis ist ein komplett anderes. Finde ich. Was wir jetzt gerne nochmal ausprobieren würden, weil wir gerade die Gelegenheit dazu hätten, ist, dass wir gerne nochmal den Bob Express im Trockenen gefahren wären. Ja, das könnte jetzt. Das könnte jetzt gerade ein ganz schmaler Zeitstreifen vorhanden sein, in dem das geht. Insofern eilen wir da mal schnell rüber. Oh shit. Was ihr soeben gesehen habt, ist das Indoor-Kinderland des Bobbejaanlandes. Ihr habt es hier ziemlich zum Ende des Parks hin gesehen. Das heißt, da ist nicht mehr so wahnsinnig viel los, aber das sieht interessant aus. Es sind lauter kleine Kinder-Rides, Karussells, Airboats, Rutschen, so eine Zamperla-Ballonfahrt ist da noch drin. Das sieht alles in einem ganz, ganz schön aus. Wie man generell sagen muss, das ist meiner Meinung nach einer der größten Pluspunkte dieses Parkes. Wir haben sehr viele Sachen, die überdacht sind. Also auch viele der Karussells, der Peter Pan, der
Die Sturmböenfahrt, nee, wie heißt Sturm, sie? Die Sturmbootfahrt, also. Die Sturmbootfahrt. Der, der Musikexpress ohne Dach. Der Red Baron ist überdacht. Ich glaube, die Convoy Trucks sind Teil überdacht. Die haben eine überdachte Wildwasserbahn, die haben eine überdachte Achterbahn. Also man kann hier auch bei schlechtem Wetter, wie wir heute gesehen haben, kann man hier eine ganze Menge machen. Ganz übrigens genau. Hinter uns, kleiner Side-Fact, Dreamcatcher ist seit heute Nachmittag down. Da wurden vorhin Leute auf dem Lift evakuiert. Leider waren wir das nicht. Das ich sehe das eigentlich auch als akzeptiert, als Gefahren-Account, wenn ich drin gesessen habe. Die Achterbahn ist losgefahren und hat nicht da angehalten, wo sie anhalten soll. Schreibt es uns in die Kommentare. Wir haben da geteilte Meinung zu. Ansonsten sind wir gerade eben noch auf Okidoki gewesen für zwei Runden. Ja. Und unmittelbar davor haben wir noch mal zweimal den Bob Express ausprobiert und festgestellt, das ist ein schönes Ding. Schöner Powercoaster, ja. Erinnert mich vom Layout her sehr an... Lass uns mal ruhig liegen fallen. Erinnert mich vom Layout her sehr an den Powercoaster, den wir übermorgen fahren werden. Nämlich an Drag. Im Plopsaland der Pane. Also sehr, sehr weitläufig. Schöne Fahrelemente. Ist natürlich jetzt keine G-Keule oder so, aber ich finde... Das holt... Eine wunderschöne Familienachterbahn. Holt fahrdynamisch einiges aus der Tatsache raus, dass es ein Forward Coaster ist. Genau. So, ist vom Parkkomfort nicht der beste, also er rattert ziemlich, aber durchaus auszuhalten. Ein bisschen mehr Gestaltung wäre schön gewesen, aber allein durch die Interaktion mit der Wildwasserbahn, das macht schon einiges her. Jetzt werden wir noch einmal eben kurz die Tretmonorail fahren hier. Ist das so? Pedalo. Ich wusste, dass du da widersprechen wirst, deswegen habe ich das jetzt aufband. Ja, wir gehen da jetzt rein. Bis gleich. Falls Sie gerade zufälligerweise denken, das hier wäre eine Tretmonorail. Weil Sie Pedale haben. Ich sehe hier niemanden treten. Das ist eigentlich ein Count. Jetzt hör auf. Es fängt Tobi an zu bremsen. Sehr assi. Aber solange er tritt, ist das okay. Wir laufen an der ehemaligen Parkeisenbahn des Bobbejaanlandes vorbei. Da ist sie. Lok. Lok. Ansonsten kurzer Nachklapp zu gerade eben zu der Pferdetriebbahn. Der Mitarbeiter hat uns gesteckt, nachdem ich ihn mal gefragt habe, hat er uns gesteckt, ja, bei Regen läuft das Ding praktisch von alleine. Okay, haben wir gesehen. Auch festgestellt. Haben wir gesehen. Wir dachten, wir wären zu fett. Sind wir nicht. Es liegt am Wetter. Wie immer. Ja, das würde ich jetzt so nicht, aber... Ist egal. Tobi hat nachdrücklich darauf bestanden, dass wir nochmal Revolution fahren. Insofern begeben wir uns jetzt genau dorthin. Und vielleicht fahre ich noch einmal King Kong. Aber nur um zu sagen zu können, ich bin es einmal gefahren in meinem Leben. Es sieht nicht so richtig spannend aus, aber... Ihr habt es vorhin einmal kurz im Video gesehen wahrscheinlich. Ja. Wir gucken mal. Wir gucken mal. An dieser Stelle standen wir schon einmal. Jetzt sind wir exakt 3 Fury-Fahrten später. Eine hatten wir zwischendrin, wir hatten berichtet. Und jetzt haben wir 2 nochmal zum Abschluss gemacht. Einmal erste Reihe rückwärts und einmal letzte Reihe vorwärts. Andersrum wäre uns irgendwie lieber gewesen, aber man kann es sich ja nicht aussuchen. Und davor waren wir noch auf King Kong. Ich habe es gerade eben relativ gehässig in dem Ride selber ausgedrückt und gesagt, das ist quasi, ja... Der Toppeltower weitergedacht. Sieht noch spektakulärer aus, ist in Wahrheit aber noch unspektakulärer. Das will er schon den ganzen Tag sagen. Jetzt das Ding ist, du hast mittendrin im Ride tatsächlich das Gefühl, jetzt ist ein Breakdown passiert. Weil nichts passiert. Also es sieht von außen wirklich imposant aus. Es fährt sich nicht gut, also weil es langweilig ist. Ein Topspin
so in der Aufmachung wäre mega gewesen. Aber so ist es halt von außen hübsch anzusehen. Du findest aber keine Leute, die weniger mit ihrer Zeit anfangen können, dass sie das Ding auch mal fahren, damit es von außen nett aussieht. Der Satz, über den muss man erstmal nachdenken. Den lassen wir, den lassen wir kurz einwirken. Wir waren die einzigen beiden in dem Moment. Jetzt wird kurz durchgesagt, dass der Park zumacht. So, wir halten fest, sämtliche deutsch übersetzten Ansprachen in diesem Park sind offensichtlich von LSD-abhängigen Menschen gemacht worden. Die klingen nämlich alle komisch. So, was ich eigentlich sagen wollte, war Thema Toppeltower. Morgen werden wir so ziemlich die letzten seiner Art fahren können, idealerweise, in Bellwerde. Zum heutigen Park. Danach hatte Tobi korrekterweise angemerkt, sind wir noch zweimal Fury gefahren. Tobi hatte erst gesagt, die erste Fahrt sei die letzte gewesen. Das hat die Bahn mitgekriegt und ihm erstmal schön einen in den Nacken verpasst. Aber hallo. Wir sind, ich sagte schon, Front Row, aber rückwärts. Und nach dem dritten Launch habe ich so heftig vor dem Tophead eine ins Genick gekriegt. Das war unangenehm. Den Schlag kann man tatsächlich auch hören. Lustigerweise, Sönke hat ihn zwar mitgekriegt, fand ihn aber auf den Außensitzen, ich saß innen, nicht so schlimm. Also ich hab ihn gehört, ich habe ihn nicht gemerkt. Halten wir einfach mal fest, Fury bleibt trotzdem eine Top-Anlage, auch wenn dieser eine Fahrt tatsächlich sehr schmerzhaft war. Ansonsten, ich würde mal sagen, wir leiten galant über zum Fazit. Richtig. Was hat uns gut gefallen? Ich finde das Angebot... Das wird schon wieder ein 10-Minuten-Take. Ja. Ich finde, der Park hat ein sehr ausgewogenes Angebot an Rides für alle. Unter Dach, Themenfahrten, wenn man das denn so nennen möchte. Achterbahn. Eigentlich fehlt hier nur eine Holzachterbahn. Dann sind die Achterbahn technisch, glaube ich, komplett. Und insgesamt betrachtet ein sehr, sehr buntes Angebot. Man kann hier eine Menge Zeit verbringen, eine Menge Spaß haben. Die Besucher sind gut drauf. Ja, das auch. Aber die Bediener halt auch. Ja, also wer einen Freizeitparkbesuch für eine schlanke Mark machen will, ich habe jetzt 34,90 € bezahlt. Ihr könnt über Groupon, je nach Zeitraum, in dem ihr fahren wollt, durchaus nochmal einen Zehner sparen. Das ist der Park hier auch wert. Wenn ihr auf Achterbahn steht und ein bisschen Spaß haben wollt und nicht so sehr Wert auf hochklassige Thematisierung oder einen top gepflegten Park legt, dann seid ihr hier genau richtig. Wie gesagt, die legen hier nicht so viel Wert auf Pflege. Also die viele Stationsgebäude sind sehr simpel gehalten und sehen auch ziemlich scheiße aus. Wenn ihr, wie gesagt, Wert auf Gestaltung legt, fahrt lieber 50 Kilometer weiter nördlich. Dort findet ihr Efteling, das seid ihr dann besser aufgehoben. Wenn ihr härtere Thrill Rides haben möchtet, fahrt ihr dann hoffentlich bald wieder roundabout 100 Kilometer südlich, dann seid ihr nämlich in Walibi Belgium. Ja, genau. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr positiv überrascht gewesen, was den Besuch hier heute angeht. Sicherlich haben wir auch Glück gehabt, dass das Wetter zwar nass war, aber uns vögertechnisch sehr in die Karten gespielt hat. Wir sind in einem Sonntag in den Sommerferien hier. Und es war trotzdem sehr überschaubar voll. Das längste, was wir hatten, waren einmal 20 Minuten bei Typhoon. Ansonsten war immer relativ wenig Wartezeit angesagt. Corona-Maßnahmen klappen fast überhaupt nicht. Das liegt aber tatsächlich größtenteils eher an den Menschen, ne? Ja gut, aber der Park kontrolliert es ja auch nicht. Insofern, der Mensch macht das, was ihm erlaubt ist. Also Abstand klappt nicht. Masken klappen nicht, in den Warteschlangen wird geraucht. Oder es sind zu wenig Leute da, die das überwachen können. Ja. Leider. Also es war zum Schluss, hat der Park dann tatsächlich aufgegeben, weil die Leute standen noch ohne Maske in der Station. Genau. Neben den Bedienern. Das ist nicht so schön. Sieht man an der Inzidenz in Belgien. Hoffentlich interessiert uns das alles in der Woche nicht mehr, weil dann sind wir wieder in Deutschland. Wir halten fest, kommen wir nochmal wieder. Die Frage wolltest du eigentlich gerade stellen. Richtig. Jetzt mache ich das mal. Ja, kommst du wieder? Wenn die ihre Holzachterbahn kriegen. Das würde ich so unterschreiben. Generell, wenn ich mal hier in der Gegend sein sollte und mit der Moviepark-Jahreskarte kommt ihr hier umsonst rein,
jedenfalls 5-mal. Dann würde ich das mitnehmen, auf jeden Fall. Ich denke, das kann man so stehen lassen. Etwas ausufernder werden wir in unserem Heimfahrt-Podcast. Podcasten. Den machen wir gleich. Anderthalb Stunden fachsimpeln über ein Parkes Reunidos Park. Das wird toll. Gucken alle ganz böse, weil die alle ausgewichen sind, weil sie denken, ich filme in die andere Richtung. Aber auch schön. Ja. Kurzum. Mach mal einen Sack zu. Wenn ihr noch Interesse daran habt, ein anderes Video von uns zu gucken, wo wir vergleichbar viel quatschen, dann solltet ihr auf die Kachel auf der linken Seite drücken. Ansonsten, wenn ihr die Playlist von dieser Tour ansehen wollt, auf der rechten Seite. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Vlog erscheint, dürfte die noch relativ kurz sein. So ist das nun mal. Danke fürs Zuschauen, euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.